Miriam, gilt für Sie auch dieses Credo, ich will den maximalen Erfolg? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder von uns Sportler will immer den maximalen Erfolg. Also ich gehe immer in den Start mit dem Gedanken, ich mag heute ein wirklich gutes Rennen machen, so schnell laufen wie möglich, alle Scheiben am liebsten natürlich treffen. Und wenn man nicht die Einstellung hätte, ich glaube, dann wäre keiner von uns jetzt hier. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste WM? Ja, meine erste WM war eine Langlauf-WM und an die erinnere ich mich natürlich sehr gut. Aber ich erinnere mich eigentlich an alle WMs, wo ich dabei war und es war immer ein Erlebnis, ja, habe mir viel mitnehmen können. Wann wäre denn die jetzige WM für Sie erfolgreich? Ja, gut, erstmal geht es darum, wer überhaupt starten darf. Es wäre schon mal natürlich ein Erfolg, dass man überhaupt starten darf. Wäre sehr schön. Ich glaube, alle von den 6 Mädels, die hier sind, haben sich einen Start verdient. Vielleicht kann man es ja irgendwie so aufteilen, dass jeder mal dran darf. Ja, schauen wir mal. Aber es ist relativ schwierig, jetzt zu sagen, wann es ein Erfolg ist, wenn wir noch nicht mal wissen, wer wo überhaupt laufen darf. Sie sind halb Norwegerin, deswegen können Sie wahrscheinlich diese Faszination Holmenkollen am besten beschreiben, oder? Ja, Holmenkollen hat einfach einen ganz besonderen Flair. Allein schon, weil das Publikum ein ganz anderes ist, als was wir jetzt immer gewöhnt sind von den deutschen Weltcups. Das ist ja doch eher so ein bisschen die Partystimmung. In Norwegen sind sehr, sehr viele Familien, die mit ihren Kindern, teilweise auch wirklich noch Babys oder Kleinkindern kommen, die dann da im Schnee spielen und rauf und runter rutschen, sich irgendwelche Schanzen bauen und Ski dabei haben. Es ist wirklich ein Erlebnis da oben. Die machen sich Waffeln an der Strecke und was auch immer, haben Brotzeit dabei und das ist halt einfach mal ganz was anderes. Die WM-Favoriten auszumachen ist relativ einfach, aber wer könnte denn überraschen? Ach, ich glaube, dass es viele gibt, die überraschen können. Ja, man muss halt einfach an dem Tag alles zusammenbringen. Es reicht nicht nur schnell zu laufen, es reicht aber auch nicht nur gut zu schießen. Also es muss wirklich beides passen. Und dann gibt es da viele, die da vorne mitmischen können. Sind Sie denn jemand, der sich vom Wettkampf lieber zurückzieht oder brauchen Sie Ablenkung? Na, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich glaube, mir laufen im Jahr so viele Wettkämpfe und auch über die letzten Jahre, wenn ich so viele Rennen gelaufen, da entwickelt man einfach so eine Routine. Klar, bei einer WM ist es immer ein bisschen besondere Anspannung, aber das ist gut, da ist man wach, da ist man fokussiert. Das ist genau das, was man dann davor braucht. Und man hat aber dann doch seine Abläufe: Aufstehen, warm machen, frühstücken, Skitesten, anschießen, warm laufen. Also, es ist Schritt für Schritt immer durchgetaktet. So viele Sachen, die da zusammenkommen, dass man eigentlich gar nicht viel Zeit hat, um sich irgendwie groß zurückzuziehen oder irgendwas Besonderes zu machen. Haben Sie denn einen Traum? Ja klar, ein Traum wäre natürlich zu starten im Sprint und ganz, ganz vorne mitzulaufen, am liebsten 10 Scheiben zu treffen, super schnell in der Loipe unterwegs zu sein und dann vorne die Medaille mitlaufen. Das wäre im Sprint natürlich mein absoluter Traum, aber den haben wahrscheinlich viele und es wird ein harter Kampf. Und haben Sie so im, ich sage jetzt mal, im normalen Leben einen Traum? Ja, im normalen Leben ist es, glaube ich, eher ein bodenständiger Traum. Ich wünsche mir eine eigene große Familie. Einen Hund haben wir schon, ein eigenes Haus. Und von dem her ist das eigentlich ein sehr, sehr normaler Wunsch, was sich, glaube ich, viele, viele Mädels wünschen. Zweifeln Sie auch mal an sich selbst? Ja, klar. Aber ich glaube, Zweifel, das gehört dazu. Es ist manchmal gar nicht schlecht zu zweifeln, wenn man dann einfach noch intensiver auf seine jetzige Situation blickt und sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt und vielleicht auch mal ein bisschen aufgerüttelt wird, noch mal genauer hinzuschauen, was läuft eigentlich gerade, wie bin ich gerade und ehrlich auch mit sich selber umgeht. Von dem her finde ich Zweifel jetzt nicht immer unbedingt was Negatives. Man muss halt dann richtig damit umgehen und die richtigen Schlüsse auch für sich selber daraus ziehen. Auf welche Erfahrungen in Ihrem Sportlerleben könnten Sie verzichten? Auf einige, auf die Strafrunden. Wobei, letztens hat mal jemand zu mir gesagt, Miri, stell dir mal vor, du wärst die ganzen Strafrunden nicht gelaufen, vielleicht wärst du dann läuferisch gar nicht so stark. Ich bin ja eigentlich in jedem Wettkampf immer mehr gelaufen wie alle anderen und vielleicht ist es deswegen, warum ich läuferisch so stark bin. Und von dem her ist es einfach so, wie es ist. Ich kann es eh nicht mehr ändern. Ich kann nur versuchen, in der Zukunft einfach noch besser zu werden und da arbeite ich jeden Tag sehr hart dafür. Wie entspannen Sie denn mal? Ach, am liebsten bin ich eigentlich einfach mal nur daheim. Wenn die ganze Familie da ist, bei einem super schönen Frühstück ausschlafen, mit dem Hund spazieren gehen, das sind so Sachen, die tun eigentlich immer gut. Wenn Sie zum Abschluss den Satz vervollständigen könnten, Oslo ist immer eine Reise wert, weil. Oslo ist immer eine Reise wert, weil die Stimmung und das menschliche Flair da oben einfach was ganz Besonderes ist. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt eigentlich keinen anderen Ort, wo es so familiär und so liebevoll irgendwie zugeht. Also liebevoll klingt jetzt vielleicht komisch, aber
Die Leute sind alle sehr, sehr freundlich, was nicht heißen soll, dass das in anderen Orten nicht so ist, aber einfach das Publikum ist ein anderes und deswegen kann ich sehr empfehlen, dort mal hochzukommen. Und natürlich ist es auch eine gewaltige Natur. Einen Gruß vielleicht mal in die Kamera noch direkt auf Norwegisch. hey alle zusammen, erklär, Mathilde Ser, okay, Oslo. Das heißt so viel wie? Hallo alle zusammen, ich freue mich drauf, euch in Oslo zu sehen.